Leute, hier ist wieder euer Daniel und ihr seht schon, ein Schiff wird kommen und zwar von der Firma Ogre und ist das dieselbe Firma, die auch hier diesen Werkstattmöbel verkauft und ja, wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe zu meiner Freundin gesagt, sie soll für mich mal ein Projekt raussuchen und ja, kurzerhand hat sie gesagt, ja, wir bräuchten vielleicht fürs Bad mal was und ist da drauf gekommen, ein Schiff wäre nicht schlecht und da haben wir ein bisschen rumgestöbert und da ist sie auf das Modell gekommen. Es ist natürlich mein erstes Schiff und mal sehen, wie ich mich anstellen werde. Ja, und ich habe das bei spieleeck.de bestellt und das kam für, jetzt muss ich mal ablesen, 89 Euro. Wir werden das natürlich von allen Seiten schön anschauen und dann schauen wir, was da drin ist und ja, ich würde sagen, legt gleich los. Ich habe mir noch von Ogre hier gleich hier diesen so einen Nagelstift mitgekauft. Die gibt es für 13,50 und da wird wahrscheinlich dazu benötigt, das ist, wenn man hier so kleine Nägel reintut und dann direkt drauf drückt, dass die sich in das Holz reinpressen. Kommen wir auch später noch drauf. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Unboxing-Video. Also wie gesagt, jetzt wird es erstmal more unboxed. Und dann kommen wir in den nächsten Videos zu den Bauphasen. Ich werde mal sehen, wie ich das dann machen werde, aber ich lasse mich überraschen, wie das überhaupt da drin aussieht. Und ja, also wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen nach oben, ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Und ja, schreibt mir ein bisschen in die Kommentare, gebt mir ein bisschen Tipps, weil wie gesagt, es ist mein erstes Schiff. Wie gesagt, Tipps sind immer willkommen und dann würde ich sagen, geht's los. Ja, liebe Leute, also so ist die Verpackung, wenn sie noch schön zugeschweißt ist. Hier noch eine schöne Folie drum. Hier sieht man schon das Kunststoffkästchen, ne, was hier in den Werkstattmöbel mit reingemacht werden kann. Und ja, ehe wir das aufmachen, schauen wir hier an, um was sich das überhaupt für ein Modell handelt. Und zwar ist es die Buccaneer, oder keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ich sage jetzt mal Buccaneer. Und zwar ist es so ein Piratenschiff der Karibik. Und so sollte es dann aussehen. Ich werde aber erstmal die Folie abmachen, damit es nicht so glänzt, damit ihr auch vielleicht was sehen könnt. Also wie gesagt, kommt von Ogre und ist ein vom Maßstab her 1:100, wird 450 mm, also 45 cm hoch, dann 56,5 cm lang und 23 cm breit. Made in Europe. Ja. Hier seht ihr auch nochmal schön die Internetadresse, ja, oder auch nicht. So, genau. So sieht es von der Seite aus. Ja. In allen möglichen Sprachen. Ja. Und hier sieht man schon einige Details, wie es dann aussehen soll. Also es sind viele, viele Kleinteile, das habe ich schon gesehen. So von der Seite und jetzt schauen wir mal noch mal von unten. Ja, und da sieht man hier die anderen Schiffsmodelle. Also es gibt wirklich schöne Schiffsmodelle. Und ich wollte auch nicht gleich das Schwierigste nehmen, aber ich wollte halt auch nicht das Leichteste nehmen. Also mich sollte es schon ein bisschen fordern. So, also wir schneiden das Ding jetzt auf. Ich tue bloß mal meine Kamera anders hinstellen und dann geht's los. So, liebe Leute, also es geht los. Ich schneide hier mal das Ding durch. Oder mache ich hier einfach mal? Ja, genau. So, ein bisschen Klebeband dran. Das schneiden wir weg. So. Aha. So. Ja, wie gesagt, so soll das Teil mal aussehen. Ich hoffe, es wird auch so mal aussehen irgendwann. Ja. Werden wir schauen. Und jetzt drehen wir das mal rum. Und machen mal die Packung auf. So. Gut. Also hier sieht man erst einen Haufen Papierkram, das nehmen wir beiseite. Und hier sind nämlich einige Fächer. So. Hier ist natürlich wieder ein Klebeband. Das schneiden wir durch. Ja, und nun erstmal das eine hier hinten herlegen. Was ist das? Irgendwas. Vielleicht brauchen wir es auch nicht. So, oh mein Gott. Oh mein Gott. Auf jeden Fall
mega, mega viele Leisten, kleine Leisten. Ja. Unterschiedlich farbig, das ist irgendwie eine Art Furnierstreifen, wenn man das so sieht. Ne? Sind die ganz schön dünn, also sind für wie eine Art Furnierstreifen. So. Wir packen aber erstmal weiter aus, ehe wir das alles schön angucken. Hier ist noch ein Klebestreifen. So. Noch mehr Papier. Dann noch mehr Leisten. Dann ein haufenweise Garn. Ja. Ich muss mal weg. Das war's nämlich. So. Die Segel. Und natürlich dürfen diese Platten auch nicht fehlen. Ne? Diese vor. Diese sind die gelasert oder was wird das sein? Ja. Gelaserten Platten, sage ich jetzt mal. Geil. So, haben wir noch ein paar dunkle. Schön, die sind wirklich stärker. Das Teil. Das ist auch ein bisschen stärker. Und natürlich, das wird auch Rumpf sein. Ich das überhaupt komplett auf die Kamera. So. Ne? Das ist die Platte. So. Gut, dann schauen wir uns das nochmal komplett alles an. So, ich habe das jetzt nochmal alles ein bisschen ausgebreitet hier. Vor allem also die Segel, ja, das sehen natürlich richtig cool aus. Ne? Sehr, sehr schön. Das sind alles hier die Segelchen. Wie gesagt, die Platten, die haben wir schon besprochen, die sind halt auch unterschiedlich stark und halt auch teilweise unterschiedlich farbig. Ja, ich gehe hier nochmal schön nah ran. Schön langsam. So sehen die Platten alle aus. Ja, und das ist die große Platte, das ist halt die, der Rumpf, da wurde langsam der Rumpf. Ja. Dann haben wir, wie gesagt, hier einen haufenweise Furnierstreifen. Hell und dunkel. Dann ganz kleine Leisten, die werden so 3-4 mm werden die stark sein. Auch ein ganzes Bündel. Und Rundleisten, und hier sind auch verschiedene, ach, das sind verschiedene starke Leisten. Da muss man dann gucken, wo da was hingehört. Aber es wird dann wahrscheinlich auch in der Beschreibung so sein, dass man die dann verwendet, wenn wir sie brauchen, sagen wir so, und nicht verwechseln. So, dann haben wir hier ein bisschen so einen Strick haben wir dabei. Fünferlei, dreierlei Garn. Fünferlei, weil ich jetzt gezählt habe. Ne? Dreierlei Garnrollen, Garnrollen, oh, das bringt es gar nicht raus. Unterschiedlichen Stärken und auch Farben. Und natürlich das absolute Highlight kommt jetzt in dieser Kiste. Hier ist hier die Totenflagge oder Piratenflagge. Mit den Totenköpfen. Hier erstmal schon, upsi. Alleine das Beiboot ist eine Welt schon. Das ist aus Metall. Ja, und diese ganzen kleinen Dinge, die wir dann brauchen werden. Kanonen, die Unterteile für die Kanonen, teilweise die Nägel. Ne? Ja. Also ich halte mal ungefähr meinen Finger daneben, dass ihr die Größe mal sehen könnt. Ist schon winziges Zeug, ne? Bin ich begeistert. Ich bin begeistert. So. Deswegen habe ich mir hier dieses Teil gekauft. Das ist für die Nägel. Ich mach's mal aus. Mit einer Hand. So sieht es aus. Ja. Wenn man dann halt hier lauf fährt. Hat er wie so ein Stift raus. So, hat so ein Stift raus. Der den Nagel dann halt ins Holz reintreibt. Ja. Gut, so. Ich werde jetzt erstmal den Tisch wieder freiräumen, denn wir wollen nämlich mal gucken, was in diesen Papier noch alles drin steht und der Bauleitung und so weiter. Und da brauche ich aber einen freien Tisch, also bis gleich.
So, zum einen haben wir hier jetzt hier gezeigt, was man zu dem Bau eigentlich alles noch dazu bräuchte. Ich würde es mal hier ein bisschen zeigen, weil ich muss mir da auch noch ein bisschen was besorgen, denke ich. Ne? Die Werkzeuge, die man dazu braucht. Und hier ist dann wahrscheinlich die Liste, die, wo die ganzen Teile, was die Teileliste halt, ne? Wo die ganzen Teile beschrieben sind, die da mit dazu sind. Dann geht's weiter. So rum. Die mit in der Verpackung sind. So, das ist das Erste. So. Und zweitens ist mir dann hier noch so Dings rausgefallen. Das war in der Bauanleitung mit drin. Das sind solche, auch so geätzten Teile. Für das Schiff. Ich hoffe, dass da jetzt alle raus sind. Hier sind dann noch, das sind auch noch die Liste von den Teilen. Da schauen wir weiter. Ach, das ist doppelt. Okay, das ist doppelt gekommen. Und hier sind dann die Teile beschrieben. Hat jeder seine eigene Nummer. Und ich schwitze sich da ein bisschen durch. Ja. Oh. Und da geht es schon zum Bau des Rumpfes. Das ist alles halt noch ein bisschen eingerollert. Ja. Ich sehe schon den Bau des Rumpfes. Ich muss es mal hinstellen, damit ihr das Bild besser seht. So vielleicht. Ne? Das seht ihr hier, was ihr nacheinander alles machen müsst. Aber es ist aber schön in Farbe gehalten, muss ich wirklich sagen. Schön Schritt für Schritt erklärt, was gemacht werden muss. Ja. Wow. Alter. Hoffentlich bringe ich das irgendwann mal zusammen. Wie gesagt, ich habe ja Zeit. Es ist ja nicht so, dass ich keine Zeit habe. Ja, das wird auch ein ganzes Stück dauern. Und ich werde eigentlich richtig kleine Videos machen, weil, wie gesagt, das ist halt, weil es halt ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Ich werde jetzt nicht durchrammen hier 2 Stunden am Stück filmen, sondern immer kleine Videos machen. Und ich hoffe, das kommt dann auch so bei euch an. Ja. Wow. Alter, alter, alter. Ich werde eh nochmal richtig durchlesen. Oh mein Gott. Das mit den Seilen, das stelle ich mir noch übelst schwer vor. Na, mal schauen. Mal schauen, liebe Leute. Auf jeden Fall eine tolle Bauanleitung. Was haben wir jetzt hier noch? Ah, hier, das ist 1:1, damit man weiß, wo die Stricke überall hinkommen und diese kleinen Teile. Hat man hier nochmal 1:1 direkte Pläne. Nicht da. Wunderschön. Na gut, ich werde sagen, wir schauen mal, wie es wird. Wir schauen mal, wie es wird, liebe Leute. Ne? So, gut, da hat man eigentlich alles. Ach nee, was ist das hier? Das wollte ich noch mal kurz gucken. Ah, das sind die Ecken, die wir da rausschneiden sollen. Hm. Okay. Okay, okay. Das brauche ich auf jeden Fall dann irgendwie mal noch mit. Muss mal gucken. Gut, ansonsten haben wir ja jetzt, denke ich, soweit alles. Ja, ich denke schon. Ja, liebe Leute, ich bin also hier ein bisschen geflasht und ein bisschen gleich mal überfordert, wenn ich hier die ganze Bauanleitung und das ganze Zeug lese oder anschaue. Aber ich denke mal, wir kriegen das irgendwie schon hin. Würde ich jetzt mal ganz stark behaupten. Und wenn ich nicht allein, dann mit euch. Also wie gesagt, da könnt ihr
zahlreiche Tipps geben, wenn ich jetzt dann anfange mit Bau, mit dem nächsten Video. Bitte wirklich ein bisschen vor Tipps geben, wie ihr das, was, wie macht und so weiter und so fort. Und ich werde mich mal richtig hier in diese Bauanleitung reinlesen. Ja, und das soll es eigentlich dann schon auch für den Unboxing-Video gewesen sein. Ja, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, ein Abo natürlich schlecht, liebe Leute. Und wie gesagt, immer haufenweise Kommentare schreiben. Ne? Wenn ich irgendwas verkehrt mache oder irgendwas, schreibt es einfach rein. Vielleicht kann man das dann auch irgendwie noch ändern oder irgendwas. Noch eins vielleicht am Rande. Der Millennium Falcon wird in einer Woche wieder wahrscheinlich, grob in einer Woche, anderthalb Woche wieder ein Video geben. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Ne? Also bitte nicht verzagen. Ja, alles klar, liebe Leute. Macht's gut. Ciao, euer Daniel.